jetzt mal dasselbe Problem und ich möchte es mit zwei lokalen Variablen realisieren und gleich vorweg, das Programm ist fehlerhaft. Hier nochmal diese Main-Prozedur, sammle, while for frei, vor sammle, leg ab. Und in sammle wird jetzt eine lokale Variable Anzahl definiert. Und solange der Hamster Körner von der aktuellen Kachel aufnimmt, wird diese um den Wert hier 1 jeweils erhöht. Das ist eine lokale Variable, deren Lebensdauer ist aber nach Abarbeitung der Prozedur beendet. Das heißt, hier wird gesammelt, ja, nach Sammle gibt es diese, nach dem Aufruf von Sammle gibt es diese Variable aber gar nicht mehr. Und in Lege ab wird jetzt eine neue Variable, eine neue lokale Variable Anzahl definiert und initialisiert. Ja, und diese Anweisung, weil Anzahl größer 0, diese Schleifenbedingung ist immer direkt false, weil Anzahl, diese neue Variable hier mit 0 initialisiert würde. 0 größer 0 ist false. Das heißt, hier handelt es sich um unterschiedliche Variablen, die haben nichts miteinander zu tun. Gültig ist diese Variable von hier, bis zum Ende des Prozedurrumpfes, das heißt, hier kann ich damit arbeiten. Lebendig ist sie während der Ausführung. Und hier ist sie gültig, diese Variable, auch wenn sie den Namen hat, von hier bis hier. Und lebendig ist sie während der Ausführung von Lege ab, aber nicht vor. Wir haben ja wirklich unterschiedliche Variablen mit demselben Namen. Wir werden hinterher noch in einer späteren Unterrichtseinheit das Konzept der Parameter kennenlernen werden, wo man durch die Benutzung von lokalen Variablen auch, oder mit, also trotz der Benutzung von lokalen Variablen auch derartige Probleme lösen kann. Denn eigentlich ist es schöner, mit lokalen Variablen zu arbeiten, als mit globalen Variablen. Aber im Moment kennen wir dieses Konzept der Parameterübergabe noch nicht. Und wenn Sie mit in den Übungsaufgaben mit Variablen arbeiten, werden Sie nicht umhin kommen, globale Variablen zu benutzen.